Hallo und herzlich willkommen wieder bei GTA 5 mit mir, dem Kevin und dem Alex. Ja, Alex hat keinen Bock gerade auf gar nichts. Außer auf die Fotze deiner Mutter. Danke. Selber Ekel. Ah, der war wirklich ekelhaft. Alter, der steht auf Fotzen von 40-jährigen Frauen. Das ist ja widerlich. Naja, gut, wenn sie. Und Kevin steht auf Fotzen von 70-jährigen. Ja, was soll ich dir sagen? Wenn die noch gut in Schuss ist. Nee, nee, Mann, Scherz beiseite. Wie ihr seht, wieder fresh und tight dabei. Na, wir fahren hier gerade durch die City, Motherfucker. Und ich sag schon wieder City, was ich mir vorgenommen habe, nicht zu sagen, weil es einfach so behindert klingt. Und ich kein metrosexueller Vogel bin. Nein, ich bin nicht schwul. So. Und wir haben jetzt schon viel zu lange nichts gemacht. Von daher markieren wir uns mal ein paar fresche Missionsziele, Mensch, nicht? Also. Ja. Okay. Nein. Nein. Ja. Okay. Ja, dann werden wir wohl, das Attentat bei L ausführen. Bloß nicht mit Michael. I'm too incompetent. Ja, Mensch, Leute, hier läuft's ja. Ja, geil. Nicht? Immer top motiviert hier. Ja, Kevin vor allem. Mensch. Hätte ihr immer gegessen, dass Kevin irgendwas so. Ja, top motiviert macht so. Wie nennt man es nochmal? Scheiße. Ja, Kniebeugen. Kniebeugen. So 10 Stück, ja. Ja, oha, was ist denn Der Code sofort zu deiner Mutter. das? Mann, ist der cool. Ich wäre auch gern ein schwarzer Golfer. Oh, verdammt. Egal, wir markieren uns hier erstmal das L. Diesmal fällst du nicht. Ich glaube, bei der kurzen Strecke ist es schwer zu fällen. Ja. Das ist kein Fail, Mann. Ja, Inkontinent passt schon hier. Mann, ist das geil. So. So. Erstmal Jackson Skinner, Ungeziefer aus dem Weg geräumt. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Irgendwie habe ich keinen Bock zu investieren. Ja. Ich weiß aber nicht wie. Warte mal. So. Was für Essen? War ich doch. Was hat er gemeint? Verdammt. Unternehmer. Was für Schwuchtelkommentare. Hey, du bist
Bitchlampe. So, wir haben investiert nicht. So, dann machen wir uns mal auf den Weg, ne? Ja, beim nächsten Mal investieren wir 100 Pro. Irgendwie, auch wenn wir kein Geld haben. 10 Euro habe ich mittlerweile auf dem Konto Minimum. Mensch, siehst du, wie ich hier fahre? Wie so ein Profi. Yeah, Profi-like. Wow. Like a boss. Ups, ups. Damn, that must be my girl. Verdammt. Achso, du hast genau noch was Cooles zu sagen. Wir nehmen jetzt erst um 18 Uhr auf, weil Kevin verpennt hat, dein Nigga, der. Ja. Ich leg mich mal kurz in mein Bett und dann penne ich bis 18 Uhr. Mensch, ich bin auch nur eine Maschine, ne? Also. Ziemlich unzuverlässig war mit der Maschine. Ja, ich komme aus Japan, was erwartest du? Ist langweilig. Ich soll warten, bis diese Schlampe irgendwo einsteckt. Geil. Ist eine Note. Ich soll doch warten, bis sie irgendwo einsteckt. Was kriege ich mit 10 Mäuse, Junge? Der Typ ist aber sympathisch. Mal gucken, was passiert, wenn ich mich vor dich stelle. Kann nicht viel passieren, außer mit so einem. Nein. Geil. Die bringen wir auch noch um, weil sie es verdient hat. Hure. Dreckige Hure. Junge, dreckige Hure, Junge. Lanwala. Skill, Leute. Oh, 100%. Aber 100%. Ne, 100%. Das ist das letzte Mal vor 3 Jahren bei GTA. Ja. Hurensohn, verpiss dich von meiner Karre. Alter, welche Note knallt mich hier ab? Ja, ich jetzt auch, du kleiner Schnuttenbengel. Arsch. So. Wir gehen mal zu. Nicht Kevin, nicht Kevin. Der war billig, Alex. Der war nicht billig, der war richtig cool. Nee, der war fünftklassig. Ja, nein, die ist schon drittklassig, kann man sagen. Guck mal, was eine knorke Kiste, Alter. Ich fahre nach Navi. Kein Bock auf Bullen, weißt du, was ich meine?
bin so eine gute Fahrer. Junge. Junge. Arsch. Dreckige Nutte. Von dem auf außen sind so. Oh, warte, warte. Ich wollte einen Pimmel malen. Pimmel. Ist das ein Pimmel? Ohne Hoden. Oh, verdammt. Scheiße. Oh, ich will nur einen Pimmel malen. Jawohl! Jawohl, ich hab's irgendwie nicht geklärt, Digga. Ein wunderschöner Pimmel. Der brennt. Wow. Ja. Ups. Alter, die Bauern haben die Waffe raus. Alter, die ficken mein Arschloch. What the fuck? Sehen, es war so ein Bauarbeiterhelm. So ein Bauarbeiterhelm auf und eine Knarre direkt raus. Ja, Leute, in Amerika hat jeder Bauarbeiter einfach mal so eine Knarre dabei an der Arbeit. Ja, klar, warum auch nicht? Gibt ja viele behinderte Menschen wie Kevin. Ja. Egal, erstmal top motiviert hier. Ne? Du bist immer top motiviert. Immer. Muss sein, Bruder, immer diese, weißt du? Immer diese LAN, weißt du? LAN. WLAN. WLAN, ja, ja, ja. Was ich mich frage, ob man sich auch auf die Bank setzen kann. Was? Ach komm, schon mal den richtigen Digga hier. Irgendwie geht das nicht. Ja, das ist halt scheiße, Kill. Aber der kann diese Hip-Hop-Bewegung machen. Ja, der kann auch deine Mutter. Wenn jetzt Snoop Dogg laufen würde, wäre richtig cool, weißt du? Ich will mal was gucken. Das ist ein Brandsporn. Keine Ahnung, was das ist. No way! Oh, verdammt! Oh Gott, nein. Der brennt, Alex. Ah, oh, verdammt. Ja, das ist echt kacke. Wir probieren mal was. Ganz unauffällig, warte. Cabrio, gell? Guck mal jetzt. Oh, verdammt! Ich hab die gar nicht gesehen, weil die so schwarz war. geiler Kommentar von Alex. True story, bro. Ja, Mann. Lol. Ja. Yeah. Ja. Macht doch jeder normale Mensch. Alter.
Ich wollte in ein Cabrio werfen, das wäre noch lustiger gewesen. Das Haus von Rupert vermutet. Das gibt es ja auch gar nicht mehr. Wir können jeden Tag von seinem Haus aus Granaten darauf schmeißen. Ja. Granaten aus Osteuropa. Die funktionieren aber nicht. Guck mal, was wir jetzt machen. Guck mal, jetzt. Oh, verdammt. Ey, guck mal jetzt, Alex. Guck mal, wir verarschen den. Noch zwei. So, Hauptsache ich lebe. Verdammt! Egal, ich bin bei dem gestorben, was ich am liebsten gemacht habe. Deine Mutter gebrannt? Ja. Nein. Granaten von... Ja, nein, vielleicht. Granaten von Haustüchern schmeißen ist lustig. Machst du echt auch jeden Tag, ja. Ey, wo sind meine Granaten? Guck mal, jetzt siehst du den? Ja. Das sind die aus Marzahn, oder was? Sind die aus Marzahn. Wirklich sind die aus Marzahn? Ey, die hatte 19 Dollar dabei. Ja, wow. Ja, Alter, was schubst du mich, du Huren? Boah, what the fuck? Glatzkopf. Glatzkopf will streiten. Bastard. Ja, mit denen nehme ich's auch auf. Komm. Wo sind die Schwanzlutscher? Komm, wir ficken jetzt alle. Ciao. Alter! Alter! So. Kann man den anderen Boxer schicken? Verdammt! Warum hat er eine Schrotflinte? Ja, weil er einfach ein dickes Rohr hat. Oh Gott. Ja, Leute. Viel erlebt sind die aus Marzahn und, ja. Polizisten mit dicken Rohr. Alex Worte, nicht meine. Mal gucken, wie der andere reagiert. Boah, Junge. Bastard. So tun, als ob nichts gewesen wäre. Ich verstecke mich vor der Polizei. Nein, ich verstecke mich vor der Police, man. Jawohl. Das war Tricks. Verdammt! Egal, einen habe ich noch mitgenommen. Aber einen habe ich noch mit den Tod gerissen, gell? Das war geil. Komm, wir gehen mal in Ammonation. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Jo. Ich muss mal sagen, ja, das war's für die Folge und haut rein, ihr. Jo, macht's bis gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.